Die Deutschen sehen die vielen schlimmen Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte, die vielen Angriffe in Schulen und Freibädern. Wir haben, ich weiß nicht, haben wir 600.000 Syrer jetzt mittlerweile noch. Der Bürgerkrieg ist vorbei. Und dann kann das ein Argument zusätzlich sein, wir haben solche Integrationsprobleme. Eigentlich bräuchte man das gar nicht. Die müssen rechtlich ja schon sozusagen das Land eigentlich verlassen. Der Bürgerkrieg ist vorbei. Es gibt wieder, auch von Seiten der CDU, Kontakte Afghanistan, Syrien, die zurückzuführen. Dann sind das zusätzliche Argumente aus deutschem Eigeninteresse, diese Politik zu betreiben und zu forcieren. Natürlich. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus. Ich begrüße die Runde. Guten Morgen. Lassen Sie uns gleich anfangen. Das erste Thema ist mein eigener Antrag. Geht es um eine Kommission, die kulturelle Unterschiede ermitteln soll, die die Integration hierzulande behindern und die vielen Probleme verursachen. Es ist ja so, dass seit der Grenzöffnung 2015 so viele Menschen aus so fremden Kulturen zu uns kamen wie noch nie in der deutschen Geschichte. Und die große Mehrheit der Deutschen, 80%, will das nicht. Und die Mehrheit, diese große Mehrheit, fürchtet nicht nur die schiere Masse der Leute, die hierher kommen, sondern sie sehen auch eine kulturelle Fremdheit von Millionen Flüchtlingen aus Orient und Afrika. Immer mehr Deutsche fühlen sich fremd im eigenen Land. Man könnte auch sagen, kulturell überfremdet. Sie sagen das mittlerweile offen in allen Umfragen. Sie sehen zum Beispiel kulturelle Verhaltensweisen von der Männlichkeit mit einer Gewaltbereitschaft, die sie einfach nicht verstehen, die ihnen fremd ist. Sie sehen die vielen lebensgefährlichen Messerangriffe, 9.000 im Jahr, 25 jeden Tag. Und die Täter, hat jetzt nochmal die Berliner Polizeipräsidentin ja gesagt, jung, männlich, nicht deutscher Hintergrund. 25 am Tag, lebensgefährliche. Die Deutschen sehen die vielen schlimmen Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte, die vielen Angriffe in Schulen und Freibädern, jetzt auch in Krankenhäusern, wenn sie die neuesten Nachrichten verfolgt haben. Sie sehen die brutalen Massenschlägereien zwischen Großfamilien auf unseren Straßen. Und diesen fremden Männlichkeitsvorstellungen gehen einher ganz andere Frauenbilder, auch als fremd empfunden. Frauen gelten in diesen Kulturen oft als etwas Minderwertiges, auf das man einfach Zugriff hat. Das führt zu extrem hohen Straftaten und Zahlen an Sexualdelikten und Vergewaltigungen. Die Zahl der Vergewaltigungen alleine in Deutschland ist seit 2014, hat sich vervierfacht. Gruppenvergewaltigung, wir erinnern uns, gab es in Deutschland doch überhaupt nicht. Jetzt haben wir jeden Tag mehrere in Deutschland. Und nur eine Zahl, der Anteil zum Beispiel der Afghanen an Gruppenvergewaltigungen, also dieses ganz furchtbare Vergehen gegen Frauen, ist 15-mal höher als ihr Anteil an der Bevölkerung. 15-mal höher. Danach kommen Syrer, Iraker und die anderen Nationalitäten. Und bei der sich rasch ausbreitenden Clankriminalität in unseren Städten spricht die Polizei von ethnisch-kultureller Kriminalität, die aus den Herkunftsgebieten importiert wurde. In ganzen Stadtteilen, die Deutschen sehen das, daher diese Umfrageergebnisse, denn das ist die Realität, in ganzen Stadtteilen wuchern und wachsen fremde Parallelgesellschaften, man könnte auch schon sagen Gegengesellschaften, mit ganz anderen kulturellen Normen und Werten, Traditionen und Ehrbegriffen, die eine Integration in die Gesellschaft, in die Schulen, in die Arbeitsmärkte behindern. Das alles passiert zeitgleich auch in anderen europäischen Ländern, ist also etwas Systemisches. Wir sehen die Banlieues in Frankreich, wir sehen in Schweden, in Belgien, in Niederlande, Großbritannien die Probleme. Wir fordern jetzt, eine Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages einzuberufen, die die kulturellen Ursachen von Integrationsproblemen systematisch untersuchen soll, um nicht einfach nur das Narrativ, wie es ja bisher immer ist, im Raum stehen zu haben. Die ganzen Integrationsprobleme seien verursacht durch die Deutschen, durch Diskriminierung und Ausgrenzung und all diese Dinge. Hier sind ganz andere Faktoren, die vollständig ausgeleuchtet werden müssen mit den besten Experten, die es in Deutschland und in der Welt überhaupt nur gibt. Fragen dazu? Bitte. Bitte. Thank you.
Welche Schlüsse wollen Sie dann am Ende aus den Erkenntnissen ziehen, die Sie da gewinnen? Also es muss ja eruiert werden, das macht ja bislang keiner. Auch an den Forschungsinstituten, Universitäten sind ja ganz wenige Lehrstühle unterwegs. Die untersuchen ja alle nur Diskriminierung und so. Was diese kulturellen Unterschiede jetzt im Kern sind, diese Frauenbilder, diese Männlichkeitsvorstellungen, wie tief sind die verinnerlicht? Können wir die überhaupt noch ändern hier irgendwie? Was kann man machen? Und das Zweite ist dann daraus natürlich, was Integration dann bedeuten würde. Und das Zweite ist natürlich Konsequenzen für die Migrationspolitik. Das kann ja dahin kommen, wie Helmut Schmidt mal gesagt hat, wir müssen die Einwanderung aus fremden Kulturen unterbinden. Und haben Sie da noch Ideen, welche Schlussfolgerungen dann gezogen werden können für die Menschen, die schon da sind? Wir haben ja jetzt erstmal die Kommission. Die Idee könnte sein, es gibt das Stichwort der Zurückführung. Wir haben ja Hunderttausende hier aus Syrien, die vorübergehend Schutz genießen wegen Bürgerkriegsgefahren. Die sind vorbei. Jetzt wird darüber geredet, zurückzuführen. Das sind alles Möglichkeiten und Anlässe, hier die Angelegenheit zu entschärfen. Bitte. Herr Baumann, ein bisschen polemisch gesprochen, so eine Enquete-Kommission wird ja nicht ganz zu Unrecht immer als Labergremium verschrien. Sieht man ja jetzt auch gerade bei der Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes. Also das scharfe Schwert der Opposition wäre ein Untersuchungsausschuss. Was soll denn bei so einer Enquete-Kommission rauskommen? Die wird besetzt nach der Proportion des Bundestages. Da werden alle bis auf die AfD sagen, das ist ein Integrationsproblem, müssen wir mit mehr Mitteln und mehr Mühe im Aufbauarbeit beheben. Und mit Wissenschaftlern, von denen es auch wenige gibt, die, sagen wir mal, ihre Schlussfolgerungen nahe bringen würden. Also im Grunde genommen, was soll da jetzt bei anderes rauskommen als bei der x-ten Bundestagsdebatte dazu? Wir werden fordern, dass Wissenschaftler da zu Gehör kommen. Und da gibt es überhaupt nicht wenige, da gibt es sehr viel. Necla Kelek, Bassam Tibi, Ahmed Mansour, wie sie alle heißen in Deutschland, dazu die weltführenden Collier und Easterly, die sind zu Gehör zu bringen und deren Meinungen sind anzuhören. Und dann werden wir dafür sorgen, dass das auch in die Öffentlichkeit getragen wird. Dass diese Geschichte überhaupt wahrgenommen wird. Es ist ja bisher nicht so, dass nur die falschen Antworten da sind. Es werden ja noch nicht mal die richtigen Fragen gestellt. Und in dieser Enquete-Kommission werden öffentlich die richtigen Fragen gestellt. Die waren ja bisher auch mit einem gewissen Tabu belastet. Noch weitere Fragen dazu? Bitte nochmal. Deutschlandfunk. Die Personen, die Sie gerade angesprochen haben, Bassam Tibi, Ahmed Mansour, Collier, Easterly, hatten Sie mit denen schon mal Kontakt? Wären die grundsätzlich bereit, in so eine Enquete-Kommission zu kommen? Und glauben Sie, dass es ausreichend ist, zeitlich? Nächstes Jahr ist Wahljahr, das heißt, der Bundestag hat jetzt nur noch eine begrenzte Anzahl auch von Sitzungswochen. Also das Thema ist so drängend, dass wir es auf die Tagesordnung setzen. Ich glaube, das ist die Schicksalsfrage Deutschlands und Europas, die Migration. Ich glaube, die ist wichtiger für unsere nahe und mittlere und fernere Zukunft als das Klima. Um das hier mal deutlich zu sagen, gegen das wir sozusagen Vorkehrungen treffen müssen, den Klimawandel uns irgendwie anpassen. Aber die entsetzlichen Entwicklungen in vielen Stadtteilen und Landstrichen in Deutschland, die machen uns viel mehr Angst. Und wenn ich die Umfragen der Bevölkerung sehe, die ja täglich damit in Kontakt kommt, sieht die das genauso. Deswegen muss das aufgearbeitet werden. Das ist ja nur ein Mosaikstein in unserer Gesamtstrategie, hier vorzugehen im Bundestag. Und ich glaube schon, dass die Leute, wenn der Bundestag ruft, kommen. Und die haben sich ja eindeutig geäußert. Necla Kelek sagt wörtlich, die Kulturunterschiede sind so groß, dass sie nach einer wissenschaftlichen Untersuchung schreien. Bitte. Ich mache ja jetzt erstmal, wollen wir eine Enquete-Kommission haben und bis jetzt ist ja noch nicht so, dass unseren Anträgen zugestimmt wird im Plenum. Wenn es zu einer Enquete-Kommission kommt und die CDU auch nur annähernd inhaltlich wirklich dazu steht, was sie sagt, müsste sie zustimmen. Ich bin nicht sicher, dass sie zustimmt. Ich glaube, aus opportunistischen Gründen wird sie auch hier das möglicherweise ablehnen. Aber wir werden ja sehen, es ist eine offene Diskussion im Plenum und in den Ausschüssen. Und wenn es dazu kommt, dann sprechen wir die Experten an. Da bitte noch eine Frage. Herr Baumann,
Wie realistisch halten Sie es denn, dass man jetzt Asylverfahren in Usbekistan, das wird ja momentan diskutiert, da war ja gerade letzte Woche Nancy Faeser in einer Bundespressekonferenz bei uns, ich halte das für völlig unrealistisch, dass das durchgeführt wird. Ich habe keine Ahnung. Das wird jetzt angekündigt, kurz vor den Landtagswahlen. Ich glaube nicht, dass Frau Faeser das wirklich will. Das widerspricht ihrer ganzen Politik, die mit einem gewissen, ja fast schon Fanatismus an offenen Grenzen festhält. Wir haben ja immer noch über 10.000, die hier wöchentlich reinkommen, unkontrolliert, monatlich, Entschuldigung. Aber wie realistisch das ist, dass es zu einer Umkehr kommt und dass Drittländer definiert werden, wohin wir die Leute, die bei uns kein Aufenthaltsrecht haben, aber Hunderttausende zurückführen können, wie realistisch das ist, hängt da von den Wahlergebnissen der AfD ab, von dem politischen Druck der AfD. Sie sehen doch jetzt schon, der ganze Osten, die Ostbundesländer sind in Aufruhr. Die sind da schon bereit, mit Sarah Wagenknecht zu koalieren, die auch 1:1 unsere Anträge in der Migrationspolitik übernimmt und unsere Programmatik. Wenn die AfD stark genug wird, werden wir dieses Land ändern. Und Sie sehen, in Frankreich, in Italien haben sich entsprechende Kräfte durchgesetzt, in Skandinavien auch. Das ist in Deutschland nur eine Frage der Zeit. Die Wähler müssen die AfD wählen. Dann ist der Druck für eine vernünftige Migrationspolitik da. Sonst ist Deutschland praktisch verloren. Auf die CDU zu hoffen, ist lächerlich. Die koordiniert mit den Grünen in den Ländern. Sie könnte abschieben, wie sie hier behauptet im Bundestag. Sie tut's nicht. Sie macht keine andere Politik in den Bundesländern, als die Grünen das wollen. Die AfD ist der einzige Hebel. Aber allein die Diskussion um die Migration, die wir ja jede Woche haben, ist, weil die AfD sie befeuert, weil die Wähler sie befeuern. Millionen Wähler haben den Kaffee auf, es muss sich was ändern. In ganz Europa, in der ganzen westlichen Welt und wir sind Teil davon. Noch Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann doch bitte nochmal. Ich verstehe es nicht ganz. Also das ist ja alles sehr suggestiv jetzt. Sie scheinen da ja schon sehr klare Antworten auch im Kopf zu haben. Und da frage ich mich dann schon, was bringt jetzt genau diese für Sie dann belegten kulturellen Differenzen so schwarz auf weiß zu haben? Also, weil die Frage nach den Konsequenzen wurde schon gestellt, aber ist das dann für Sie dann ein Mittel, um zu sagen, aus den Ländern, wer aus diesen Kulturkreisen kommt, muss wieder weg oder darf gar nicht her? Weil die Frage ist, die Probleme, die da sind, lösen Sie ja nicht mit einer Erhebung, ob das im grundsätzlichen Menschenbild dieser Menschen oder im grundsätzlichen Kern dieser Menschen schon so verankert ist, dass wir sie nie wieder ändern und dass das nie anders werden kann. Der Bundestag muss sich systematisch mal damit befassen, mit den Fachleuten, den Besten, die wir haben in Deutschland und in der Welt. Und dann sind die Argumente nicht jetzt irgendwelche Argumente der AfD, wo man sagt, das ist Parteipolitik, sondern dann sind das Argumente der Wissenschaft. Und wir wissen, dass die Argumente der Wissenschaft hier entsprechend vorliegen. Und das muss das ist ja nur ein Baustein in unserer Gesamtstrategie, den Druck zu erhöhen auf eine vernünftige Politik, ist zunächst mal die richtigen Fragen zu stellen. Da kommen wir auch zu den richtigen Antworten anschließend. Ja, aber mich würden gerade diese Antworten schon interessieren, weil Sie ansonsten jetzt ja auch, also was den Klimawandel angeht oder so, jetzt auch nicht so viel Wert auf die Wissenschaft legen. Wundert mich, dass Sie jetzt hier unbedingt Wissenschaftler zusammenrufen wollen, um das, was Sie eigentlich schon im Kern in sich auch als Partei tragen, irgendwie nochmal bestätigt zu bekommen, um dann endlich besser handeln zu können, weil ich weiß nicht, was können Sie denn dann besser handeln? Also wir legen großen Wert auf die Wissenschaft, auch was den Klimawandel angeht. Das ist überhaupt keine Frage. Die Wissenschaft, die Argumente, die Fakten ist das, was im Bundestag noch in keiner Weise zugrunde gelegt wurde. Kultur war hier noch nie eine Diskussion. Der Erste, der überhaupt über das Thema Clans, diese orientalischen Großfamilien mit über 300.000 Familienmitgliedern mittlerweile und aber zigtausenden Verbrechen jedes Jahr, haben wir zuerst thematisiert. Und damit hat die Republik sich damit überhaupt erst befasst. Wir haben die CDU gezwungen, sich zu positionieren und den Reul und wie sie alle heißen. Und so machen wir das mit dieser Expertenrunde der Enquete-Kommission, die beleuchtet nicht nur das, was hier bei uns passiert. Die beleuchtet auch, wie die Heimatgebiete organisiert wird, wo man die Kultur noch viel besser erfassen kann. Es ist ja so, dass alle diese Länder
von Clans regiert werden. Alle, fast ausschließlich. Assad und Sadat und Mubarak und Gaddafi und Saddam Hussein und Al-Bashir und König Mohammed von Marokko. Das sind immer herrschende Familien. Der Chef ist der Staatschef, der Familienchef, der Bruder hat die Geheimdienste und so weiter und so weiter. Da gibt es noch verbündete Clans. Das muss alles aufgearbeitet werden, auch aus den Herkunftsgebieten und in die Diskussion in Deutschland eingespeichert und eingespeist werden. Wo bisher nur die Diskussion ist, bei Integrationsproblemen, ja, da sind natürlich hier Ausgrenzungen seitens der Deutschen und Rassismus und Diskriminierung. Das wird bisher als einziges definiert, wenn Nancy Faeser Studien zur Integration macht. Menschenfeindlichkeit, systematische Menschenfeindlichkeit, Muslimfeindlichkeit, alles das mussten wir uns anhören seit 7 Jahren hier im Parlament. Und diese sozusagen von mit Händen zu greifenden, auch kulturellen Ursachen, die die Leute mitbringen, sind unerörtert. Und dafür ist eine Enquete-Kommission auf Ebene des Bundestages das richtige Instrument, als ein Mosaikstein von vielen in unserer Strategie, den Druck hier zu erhöhen und die Realität anzuerkennen. Gut, bitte. Ganz kurz, Sie haben den König von Marokko zum Beispiel genannt. Wird dann Großbritannien auch von einem Clan regiert? Großbritannien wird nicht von einem Clan regiert. Aber der König von Marokko, werden Sie sehen, der herrscht auch irgendwie von Saus und Braus, diese Familie. Die Menschenrechte sind sozusagen gering. Das Land darbt dahin. Die Korruption ist extrem. Das ist ein typischer Fall für diese Art von Gesellschaften. Die sind nicht alle genau identisch. Da gibt es Unterschiede, was weiß ich, von Saudi-Arabien bis Tunesien. Das sind verschiedene Facetten. Aber es gibt eine gemeinsame Hintergrundkultur. Und das sagen ja genau diese Experten auch. Das hat ja Gründe, dass sie von Clans beherrscht werden. Es hat ja Gründe, dass der arabische Frühling nicht funktioniert hat. Dass wenn man irgendwie einen austauscht oben, wie auch immer, dann kommt eben keine Demokratie und Menschenrechte, sondern da kommt der nächste Clan, der nächststarke. Und er macht es nicht viel anders als vorher auch. Das muss genau, allein die Fragen, die Sie stellen, zeigt mir, dass das aufgearbeitet und in die Köpfe muss, damit wir vernünftig entscheiden können, was ist eine vernünftige Migrationspolitik. Und ob wir nicht zu dem Ergebnis kommen wie Helmut Schmidt, wir müssen die Einwanderung aus fremden Kulturen unterbinden. Das war ein SPD-Kanzler, als die SPD noch bei Trost war. Der hat ja was verstanden von der Welt und den Weltkulturen. Bitte. Ja, ich kann mich erinnern, dass Delegationen von der AfD ganz begeistert aus Syrien wieder zurückgekommen sind und dass auch sonst man eigentlich in der AfD eher das Narrativ legt, wir mischen uns da überhaupt nicht mehr ein in andere Länder. Deswegen finde ich es sehr interessant, dass Sie sich da jetzt so intensiv mit beschäftigen wollen. Aber was ich mich eigentlich frage, weil Sie sagen, Sie wollen den Druck erhöhen, Sie wollen eigentlich auf das hinaus, was Helmut Schmidt damals gesagt hat, was Sie zitieren. Also sprich, Sie haben ja Ihre Antwort schon längst gefunden, Sie wollen das noch irgendwie nochmal untermauern, aber die Antwort ist ja längst da. Nochmal, was soll dann passieren, vor allem auch mit den Menschen, die jetzt ja hier sind? Also sind wir dann doch wieder bei dem Punkt, vielleicht kann Frau Huy das auch nochmal ausführen, sie kennt sich da ja doch besser aus, aber dass mehr Leute weg müssen, auch schon jetzt Leute, die aus anderen kulturellen Hintergründen in Deutschland sind. Das sind beispielsweise Leute, die ausreisepflichtig sind. Das sind Leute, wo der Bürgerkrieg vorbei ist. Haben wir 600.000 Syrer mittlerweile noch. Der Bürgerkrieg ist vorbei. Und dann kann das ein Argument zusätzlich sein. Wir haben solche Integrationsprobleme. Eigentlich bräuchte man das gar nicht. Die müssen rechtlich ja schon sozusagen das Land eigentlich verlassen. Der Bürgerkrieg ist vorbei. Es gibt wieder, auch von Seiten der CDU, Kontakte Afghanistan, Syrien, die zurückzuführen. Dann sind das zusätzliche Argumente aus deutschem Eigeninteresse, diese Politik zu betreiben und zu forcieren. Natürlich. Die Fakten über Integrationsfähigkeit und Integrationsprobleme, auch von dieser kulturellen Seite her, müssen auf den Tisch und Teil der politischen Entscheidung sein. Gut, danke für die angeregte Diskussion. Da sehe ich ja, wie wichtig so ein Thema ist. Und dann kommen wir zum nächsten Thema. Da geht es um was ganz anderes. Sie wissen, wir haben viele Themen, wir behandeln alle Themen der Politik und es ist eben nicht nur immer nur bestimmte Themen. Der demografische Wandel führt in Deutschland zu Fachkräftemangel. Die Unternehmen suchen händeringend nach Lösungen, nach Fachkräften. Bis 2036 sind fast 30% der verfügbaren Arbeitskräfte dann im Rentenalter.
Da ist ein gewisses Desaster, was sich abzeichnet. Und die einzigen Lösungsvorschläge, die wir von anderen Parteien hören, ist, ja, wir holen Fachkräfte von außen und von außen und wir sehen vorne und hinten klappt das nicht. Eine ganz andere Möglichkeit, Abhilfe zu schaffen, ist, die erfahrensten Fachkräfte und Arbeitskräfte, die wir überhaupt haben in Deutschland, die ein ganzes Leben Erfahrungen in ihren Jobs gesammelt haben, sind die, die jetzt ins Rentenalter gehen und Lust haben, weiterzuarbeiten, noch ein paar Jahre oder viele Jahre. Und da braucht es Anreize, auch von finanzieller, steuerlicher Seite, um das ins Werk zu setzen. Das ist eine vernünftige Strategie. Näheres dazu unsere Abgeordnete Gerrit Huy, Diplom-Mathematikerin Gerrit, Diplom-Volkswirtin, Studium in Harvard, Führungsposition bei Daimler-Benz und Compaq Computer. Du bist im Ausschuss für Arbeit, Soziales und hast jetzt das Wort. Ja, vielen Dank, lieber Bernd. Sehr geehrte Gäste, der Fachkräftemangel gilt zurzeit als größte Wachstumsbremse und ich möchte mal hinzufügen, auch als größte Wohlstandsbremse dann natürlich. Wobei es nicht der Fall ist, dass wir nicht etwa genügend Arbeitskräfte hätten. Ich glaube, Sie wissen das alles, dass wir insgesamt 5 Millionen Menschen haben, die entweder ALG 1, also Arbeitslosengeld 1 oder Arbeitslosengeld 2, Bürgergeld, beziehen. Über 4 Millionen davon im Bürgergeld, die alle als arbeitsfähig gelten. Aber es ist eben nicht so, die Zahlen übrigens wie nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht? Also um das mal deutlich zu machen. Es funktioniert aber nicht. Der Jobturbo, den Herr Arbeitsminister Heil groß angekündigt hat vor einem Dreivierteljahr, zündet einfach nicht. Im Gegenteil, der Abgang aus dem Bürgergeld in den ersten Arbeitsmarkt ist heute geringer als zuvor. Trotzdem will Heil eben weiter mit Fachkräfteeinfuhr den Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel bekämpfen, das funktioniert einfach nicht. Das ist fiskalisch, das wissen Sie alle, weil Sie auch von den Studien gehört haben, praktisch immer ein negatives Geschäft für eine Gesellschaft. Jedenfalls dann, wenn die Einwanderer aus Drittländern kommen, also insbesondere aus östlichen Drittländern, weil dann eben die Integration nicht funktioniert. Da sind wir dann wieder beim ähnlichen Thema, wie es Herr Baumann gerade vorgestellt hat. Und das sollte auch der Herr Heil allmählich mal erkennen, denn mit dieser zusätzlichen Fachkräfteeinwanderung gibt es zusätzliche Integrationsprobleme. Und es rechnet sich nicht. Also wenn auf einen Syrer, der hier arbeitet, 2,3 andere Syrer kommen, die Sozialhilfeleistungen, Bürgergeld und Ähnliches beziehen, dann funktioniert das schlicht nicht. Das sieht mit anderen Ländern, das ist jetzt der extremste Fall, aber es sieht auch in anderen östlichen Zuwanderungsländern nicht wesentlich anders aus. Das heißt, die Sozialkassen werden sehr stark belastet, aber es gibt eben wenig Menschen, die tatsächlich in Arbeit gebracht werden können, zumindest nicht in qualifizierte Arbeit. Natürlich müssen auch andere Stellen, einfache Helferjobs besetzt werden, aber wir sehen eben, dass es kein Anreiz ist, aus dem Bürgergeld in einen Helferjob zu gehen. Diese Stellen bleiben auch im großen Umfang unbesetzt und das ist natürlich ein Drama. Also die Einwanderung wird diese Probleme nicht lösen. Dabei hätten wir überhaupt kein Problem damit, wenn wir aus kulturnahen Ländern hochqualifizierte Einwanderung hätten. Würden wir gerne haben, würden wir auch fördern wollen. Menschen, die genügend Qualifikationen mitbringen, die sich selbst ernähren können, die es auch schaffen, ihre Rente selber zu erarbeiten, die sind uns natürlich herzlich willkommen. Aber es ist Illusion, darauf im großen Umfang zu rechnen, weil wir als Einwanderungsland einfach nicht attraktiv sind. Also die Abgabensteuern sind zu hoch, die Sicherheit ist zu gering, die Schulausbildung gilt als schlecht. Ja, und Wohnen, das ist auch schwierig, Wohnungen findet man kaum. Aber, und das ist eben die gute Nachricht, es gibt durchaus inländische Potenziale, die wir heben können, die helfen können, den überschießenden Arbeitskräftebedarf etwas abzufangen. Also wir könnten damit den Firmen mehr Anpassungszeit zum Beispiel verschaffen, indem wir es Rentnern ermöglichen oder Rentner anreizen, länger zu arbeiten. Viele Rentner ziehen das vor, sogar frühzeitig in den Ruhestand zu gehen, nehmen teilweise Abschläge hin, obwohl sie gerade in den hoch- oder in gut ausgebildeten Positionen, also mit hoher Qualifikation, obwohl sie durchaus Lust hätten, weiterzuarbeiten. Aber es lohnt sich für sie nicht, weil einfach die Steuern zu hoch sind und verbleibenden Sozialbeiträge. Das ist so, da gibt es Umfragen dazu, beziehungsweise auch eine ganze Studie dazu. Der größte Anreiz ist tatsächlich die Arbeitszeit relativ frei bestimmen zu können. Der zweite Anreiz ist mehr Geld. Also man möchte mehr Netto haben. Und dem kommen wir entgegen mit unserem Antrag, der sagt, dass Rentner 12.000 Euro steuerfrei zusätzlich verdienen können, wenn sie über das Renteneintrittsalter sozusagen hinaus sind, beziehungsweise in Rente sind. Wir gehen davon aus, dass das wirklich einen Anreiz bietet. Das liegen jedenfalls die Daten, die wir haben, nahe.
Der zweite Antrag, der zielt auf etwas Ähnliches ab. Witwen müssen heute sozusagen gewärtigen, dass sie einen hohen Abschlag auf ihre Einkünfte haben, weil alles, was über 992 Euro sind das im Moment, nächsten Monat wird es erhöht, hinausgeht, wird mit einem nahezu Spitzensteuersatz von 40% gegen die Witwenrente gerechnet oder die Witwerrente. Das sind 40%, wenn sie mehr als rund 1.000 Euro verdienen. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Also da sagen viele, und ich habe eben auch etliche Witwen und Witwer kennengelernt, mir sagen, es macht keinen Sinn, lohnt sich für uns nicht. Viele würden gern mehr arbeiten, aber sie streichen ihre Zeiten zusammen, um unter dieser Zuverdienstgrenze zu bleiben, um nicht Witwenrente zu verlieren. Ja, und wir sind der Meinung, dass es gerade in Arbeitsmarktzeiten, die sozusagen eine hohe Nachfrage haben, ist das nicht sinnvoll. Wir wollen den Witwen ermöglichen, also anrechnungsfrei dazu zu verdienen. Steuern zahlen sie obendrauf, sodass es auch kaum ein Negativgeschäft sein wird für den Staat. Also wir gehen davon aus, das gilt auch für den Rentner, ein Antrag, dass das im Großen und Ganzen selbstfinanzierend ist, weil natürlich zusätzliche Ertrags- und Umsatzsteuern kommen, Verbrauchsteuern kommen, die das Ganze dann wieder ausgleichen. Ja, und bei den Witwen kommt hinzu, dass die häufig gar nicht davon wissen, dass sie so abkassiert werden. Und dann nach Monaten mit Rückforderungen von mehreren tausend Euro konfrontiert sind, was für viele also wirklich ein Schock ist und sie am Staat verzweifeln lässt. Und gerade bei Witwen, wo der Mann das Haupteinkommen verdient hat, ist es dann schwierig, dass sie ihr Haus halten können, dass sie die Wohnung halten können. Und das ist für uns ein soziales Anliegen, zu verhindern, dass unsere alten Leute dann herumgestoßen werden und sozusagen sich nicht mehr im alten häuslichen Umfeld bewegen können. Das ist der zweite Effekt, den wir hoffen, mit diesem Witwenrentenantrag zu erreichen, dass die Menschen in ihrer alten Umgebung bleiben. Das ist eben auch ein Stück soziale Verantwortung, die hier mitspielt. Dankeschön. Bitte. Aber wenn man so einige Großunternehmen sieht, da ist ja genau das Gegenteil der Fall. VW oder so, die schmeißen ihre Leute gerade mit Ende 50 in den Vorruhestand, weil sie sagen, wir brauchen die gar nicht mehr, wir stellen um. Und da gehen die oder werden die Leute mehr oder weniger in den Ruhestand, in den vorzeitigen gedrängt. Die Autoindustrie ist natürlich ein Sonderproblem, nicht? Wenn die Politik das Überleben der Autoindustrie dermaßen erschwert, beziehungsweise es war ja vorhergesagt worden, dass es zu riesigen Entlassungswellen kommen muss, weil Elektroautos, die ja nun die Zukunft für uns darstellen sollen, gar nicht so viele Arbeitskräfte brauchen und wir auch gar nicht so viele deutsche Elektroautos verkaufen, weil eben da die Chinesen eine ganz starke Marktposition haben, ist das einfach auch ein Ausfluss falscher Wirtschaftspolitik, nicht? Dass man den Verbrenner verbietet, wo Deutschland führend ist und stattdessen die Elektroautos fördert, wo wir das Nachsehen haben, wo wir keinen Zugang zu Rohstoffen haben, jedenfalls keinen automatischen Zugang zu Rohstoffen und wo wir eben auch nicht konkurrieren können mit diesen, ja, ich sag mal, subventionierten, aber auch wirklich tatsächlich billigen Arbeitskräften. Und chinesische Produkte sind inzwischen fast gleichwertig mit deutschen Produkten, muss man leider dazu sagen. Also das ist ein ganz anderes Thema, aber für die meisten Bereiche gilt ja, für die meisten Branchen, dass ein großer Arbeitskräftebedarf nach wie vor besteht, den sie auch nicht füllen können. Das gilt für die ganze Gastronomie, das gilt fürs Gesundheitswesen und für viele andere Bereiche. Insofern gehe ich davon aus, dass hier tatsächlich für die Wirtschaft etwas gewonnen werden kann, wenn Rentner länger arbeiten, wenn Witwen mehr arbeiten, als sie heute es tun. Noch Fragen dazu? DPA? Haben Sie denn mal durchgerechnet, wie viele Rentner Sie da gewinnen könnten als Arbeitskräfte? Nein, das haben wir jetzt nicht tatsächlich gemacht. Wir haben etwa die Kosten ausgerechnet und also wir gehen davon aus, dass es ungefähr 30% Rentner können sich vorstellen, länger zu arbeiten und dass wir einen guten Teil davon gewinnen, weil es attraktiv ist, wenn man 12.000 Euro steuerfrei dazu gewinnen, also dazu verdienen kann. Es wird nicht so sehr viele Rentner geben, die Vollzeit arbeiten, aber das ist natürlich eine tolle Teilzeitoption. Und man kann sich zeitlich sozusagen an diesen Zuverdienst auch anpassen in vielen Jobs und dann ist das natürlich sehr attraktiv. Also wir gehen schon davon aus, dass es etliche 1.000 Rentner sind, die damit machen. Etliche 10.000 Rentner, ja. Gut. Dazu noch eine Frage, bitte. Frau Rüegg, wer ist jetzt der eigentliche Elektro?
Frau Hui, wer ist denn Vater oder Mutter des Gedankens? Weil ich kann mich entsinnen, dass das in der letzten Woche schon von der CSU ähnlich lautend vorgeschlagen wurde. Haben Sie bei der CSU jetzt abgeschrieben oder haben die bei Ihnen abgeschrieben? Die haben bei uns abgeschrieben, wie Sie das in der Regel machen. Unser Antrag ist schon gut ein Jahr alt. Und wir haben ihn auch schon erwähnt. Wir spielen ihn jetzt nochmal, weil wir ein bisschen mehr Druck auf die Wirtschaftspolitik machen wollen. Sie sehen, AfD wirkt. Gibt es dazu noch Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, kommen wir zum ganz anderen Bereich. Deutschland ist zwar ein Industrieland, aber es braucht zu seiner Versorgung auch eine hochleistungsfähige Landwirtschaft. Auch darum muss sich gekümmert werden. Und die Landwirtschaft steckt in einer existenzbedrohenden Krise, weitenteils, die Politik zu verantworten hat. Durch die linksgrüne Energiewende wurden die Kosten für Energie und landwirtschaftliche Betriebsmittel in die Höhe getrieben und zugleich werden unsere Landwirte einer ausufernden Bürokratie unterworfen, nicht zuletzt auch durch linksgrüne Regulierungswut, kann man fast schon sagen, wie zur Flächenbewirtschaftung Vorschriften gemacht wurden, Dokumentationspflichten, es nimmt ja kein Ende mehr. Jetzt kommt noch der stark angehobene gesetzliche Mindestlohn dazu. Alles ist eine Mischung, die hochproblematisch ist. Näheres dazu jetzt und unsere Lösungsvorschläge von Frank Rink, selbst voll ausgebildeter Landwirt und Mitglied im Landwirtschaftsausschuss. Bitte, Frank. Danke, Kollege Baumann. Ja, meine Damen und Herren, es geht um den Antrag, zu dem ich hier heute spreche, um Saisonarbeitskräfte bzw. um Saisonarbeitskräfte, also Erntehelfer in Sonderkulturen, sprich in Gemüse und Obst. Es geht da um die Ernte von Kartoffeln, Spargel, Erdbeer, Äpfel, Weintrauben. Das ist eine sehr arbeitsintensive Arbeit und meine Damen und Herren, dafür braucht man viel Manpower. Diese Manpower ist in Deutschland leider aufgrund des Mindestlohns mittlerweile unbezahlbar. 12,41 Euro haben wir ja hier Mindestlohn und diesen Mindestlohn müssen wir eben auch an unsere osteuropäischen Erntehelfer bezahlen, wenn es nach der Bundesregierung geht. Das große Problem im EU-Ausland, mit dem unsere Landwirte konkurrieren müssen, gibt es diese Mindestlohnhöhe nicht. Beispielsweise Spanien, da bekommen dieselben Arbeitnehmer aus eben Bulgarien oder Rumänien 6,53 Euro die Stunde. Und ich denke, das ist selbsterklärend, dass dieser Spalt der Lohnkosten so groß ist, dass es für unsere Landwirte beinahe unmöglich wird, auf unserem Markt ihre Produkte noch abzusetzen, weil sie einfach völlig unterlegen sind in diesem Konkurrenzkampf gegen die anderen europäischen Länder und die Produkte, die dann dort erzeugt werden. Bernd sprach ja gerade schon von den anderen gestiegenen Kosten, ich sag mal Betriebsmittel, Energie, die Bürokratie. Die Ampelregierung ist natürlich auch in diesem Feld voll dabei, die deutsche Landwirtschaft abzuwickeln im Grunde. Alles, was man tun kann, um den Landwirten das Leben schwer zu machen, wird hier getan. Und auch die Verbände, Deutscher Bauernverband, Landjugend, spricht seit Monaten sehr, sehr viel über dieses Thema. Der Mindestlohn kann in diesem Sektor nicht gehalten werden oder wir werden unsere heimische Lebensmittelproduktion verlieren. Da kann ich Ihnen dann auch noch ein, zwei Zahlen zu sagen. In den letzten 3 Jahren ist der Anteil dieser Saisonarbeiter um 12% zurückgegangen, weil wir in Deutschland einfach weniger Obst und Gemüse anbauen. Das wird dann kompensiert, beispielsweise in Spanien, zu deutlich schlechteren Bedingungen. Ich sag mal, dort wird dann der Boden etwas anders ausgebeutet, weil es da auch in weiten Teilen zu warm und zu trocken ist. Deutschland ist ja nun auch ein Gunststandort, was Landwirtschaft angeht. Und darum fordern wir die Bundesregierung auf, dass wir dort eine Sonderbedingung schaffen, eben für diese Erntehelfer in den Sonderkulturen. Danke. Probleme und Nöte der deutschen Landwirtschaft. Fragen dazu? Können Sie diese Sonderbedingungen noch mal ein bisschen näher erläutern, bitte? Wie viel Geld sollen die dann bekommen oder sollen das dann vielleicht auch die Betriebe einfach selber entscheiden können, wie viel sie ihren Arbeitskräften bezahlen? Könnten Sie es mal bitte einfach ausführen? Natürlich.
wir sind ja nun Vertreter der freien Marktwirtschaft und ich kann Ihnen sagen, wie es vorher war. Vorher haben diese Saisonarbeitskräfte irgendwo um und bei 8 bis 8,50 Euro verdient und irgendwo dort wird es sich von alleine auch wieder einpendeln. Denn das ist nun mal Angebot und Nachfrage. Wenn ich Arbeitskräfte will, muss ich sie so bezahlen, dass sie auch arbeiten wollen. Und irgendwo dort wird dieser Preis sich dann wieder einpendeln. Bitte? Ist das denn mit EU-Recht konform, wenn man EU-Ausländern in Deutschland nicht den gleichen Mindestlohn zahlt wie Deutschen? Im Zweifel könnte man diese Arbeitskräfte dann auch aus Moldawien anwerben. Und Herr Schmidt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Die Bundesregierung ist doch nun einfach nur nicht willens. Wir brechen kein EU-Recht. Das war ja meine Frage. Also, ist es EU-rechtskonform? Ja, natürlich ist das EU-rechtskonform. Frage und Antwort. Danke dafür, für die Fragen. Noch Fragen zu dem Themenkomplex? Danke sehr. Dann haben wir doch bitte nochmal der Deutschlandfunk. Sie haben jetzt einen konkreten Betrag genannt. Mich würde jetzt aber nochmal genau die Gruppe interessieren, die Sie da im Blick haben. Also es geht es um Menschen, die aus EU-Ländern kommen? Also, weiß ich nicht, Bulgarien, Rumänien könnte dann ja auch die Frage sein. Oder geht es explizit um Menschen, die aus Nicht-EU-Ländern kommen? Wie viele Tage Maximum? Oder könnte das vielleicht auch eine Dauereinrichtung sein für Betriebe, die das ganze Jahr über viel zu tun haben? Könnten Sie da mal ein bisschen die Leitplanken nennen? Saisonarbeitskräfte, die kurzfristig in der deutschen Landwirtschaft tätig sind, sind in der Regel Erntehelfer, so ist es auch deklariert. Und diese Leute sind in der Regel, ja, das kommt dann auch ein bisschen darauf an, wie lange so eine Ernte dauert. Das ist ja nur noch ein bisschen wetterabhängig, aber irgendwo 8 bis 10 Wochen in Deutschland. Und um diesen Personenkreis dreht es sich. Es spielt auch keine ganz große Rolle, ob es nun EU-Ausland ist oder nicht EU-Ausland. Fakt ist, wenn wir Arbeitskräfte oder wenn wir weiter hier Lebensmittel produzieren wollen, wenn wir hier weiter deutsche Kartoffeln haben wollen, wenn wir weiter deutsche Erdbeeren haben wollen, wenn wir weiter deutsches Obst und Gemüse haben wollen, dann werden wir in diese Richtung etwas unternehmen müssen. Sonst werden diese Betriebszweige hier aussterben und das wäre natürlich auch ein herber Rückschlag für unsere deutsche Kulturlandschaft. Darf ich noch einmal nachfragen, ob die Deutschen sollen weiterhin den Mindestlohn bekommen, habe ich das richtig verstanden? Es geht ja um Ausländer, die kurzfristig in Deutschland zum Arbeiten sind, also Saisonarbeitskräfte. Und deutsche Erntehelfer? Auf die bezieht sich das hier nicht. Herr Schmidt, das Problem ist, wir müssen da ja auch ein bisschen realistisch sein. Ich habe 10 Jahre lang in so einem Ackerbaubetrieb gearbeitet, Kartoffeln. Ein Deutscher stellt sich nicht auf den Kartoffelruder. Der bekommt Bürgergeld. Und das ist relativ schwere Arbeit, das ist anstrengend, das ist zeitkritisch, das sagte ich ja eben schon, also sein Erntefenster. Man hatte 8 bis 10 Wochen Zeit, seine Ernte einzuholen. Wenn man es in dieser Zeit nicht schafft, weil man alle 2 Tage seine, ich sag mal, Arbeitskräfte auswechselt, weil sie krank sind oder nicht mehr kommen oder keinen Bock mehr haben, dann kommt man da in existenzielle Probleme. Und eben darum wird dieser Personenkreis, um den es hier geht, da in Anspruch genommen. Diese Menschen wollen arbeiten, diese Menschen verdienen hier in diesen 8 bis 10 Wochen das, was sie in ihrem Heimatland in einem halben Jahr verdienen und darum sind die engagiert, fleißig und denen möchten wir weiter die Möglichkeit geben, hier zu arbeiten. DPA? Noch mal eine Frage. Haben Sie nicht vielleicht aber auch die Befürchtung, dass dann man nicht genug Arbeitskräfte mehr gewinnt? Ich kann mich erinnern, bei Spargel vor 2 Jahren oder so war es ja schon problematisch, Leute überhaupt zu finden. Wenn man sagt, es gibt weniger, kommt vielleicht auch weniger. Also die Befürchtung haben Sie nicht. Angebot und Nachfrage. Ich kann den Leuten natürlich auch Mindestlohn bezahlen, aber dann wird das Produkt am Ende teurer. Und wenn das Produkt keiner mehr kaufen kann, weil es so teuer geworden ist oder das europäische Ausland es so viel günstiger produzieren kann, ja, dann brauche ich es nicht mehr anbauen. Und Fakt ist, die Leute, die in Spanien beispielsweise für 6,53 Euro arbeiten gehen. Die fahren doch lieber die kürzere Strecke nach Deutschland, als bis nach Spanien zu fahren, wenn sie hier auch noch 1,50 Euro oder 2 Euro mehr verdienen. Ja, das ist ein interessantes Thema. War es nicht immer eher der Ansatz der AfD zu sagen, wir wollen, dass die Leute nicht einfach Bürgergeld beziehen, sondern arbeiten für das Geld, was sie bekommen? Also ist das jetzt klug, wenn man dann günstigere Arbeitskräfte aus dem Ausland nach Deutschland holt, sogar aus Nicht-EU-Ländern, wie sie plötzlich bereit sind? Bei anderen Themenfeldern sind sie da bei Fachkräften ja ein bisschen zurückhaltender. Also ist das jetzt sinnvoll aus Ihrer Sicht? Herr Schmidt,
Das mit der Lebensmittelproduktion und auch gerade mit den Nahrungsmitteln ist nun etwas so existenziell Wichtiges und ich sag mal so kritisch. Wir haben noch einen Selbstversorgungsgrad bei Obst und Gemüse von 36%. Und ich denke, da kommt man dann langsam auch in einen Bereich, wo es doch riskant wird für unser Land. Und natürlich muss man da dann auch Ausnahmen schaffen. Dass das Bürgergeld falsch aufgehängt ist, ist ja ein zweiter Punkt, ist ja auch noch sozusagen das eine mit dem anderen zwar innerlich zu tun, aber wir gehen ja beide Punkte an. Heute reden wir über den einen. Bitte nochmal, Deutschlandfunk. Ich habe nochmal eine Nachfrage, Herr Rink, weil das ist, Sie haben eben gesagt, es spielt nicht so eine große Rolle, ob es EU-Bürger sind oder nicht, die dann eventuell weniger Lohn bekommen, weil Sie damit auch gegen das EU-Wahlprogramm Ihrer eigenen Partei argumentieren. Auf Seite 24 wird nämlich da extra nochmal betont, dass ausländische EU-Arbeitnehmer die gleichen gesetzlichen Regelungen unterliegen, um halt eben Lohndumping zu verhindern. Also das, was Sie fordern, ist konträr zu dem, was Ihre Partei fordert. Wie passt das denn dann zusammen? Der Mindestlohn bezieht sich auf in Deutschland lebende Arbeitnehmer. Wenn jemand hier für 8 Wochen herkommt, hat er doch einen völlig anderen Lebensstandard als jemand, der hier eine Wohnung hat, der hier lebt und der hier, ich sag mal, die nötige Kaufkraft braucht. Ja, aber der Mindestlohn aber ist halt... Moment, der arbeitet ja nur temporär für 8 Wochen hier. Ja, der hält sich, also der hat ja hier keinen Aufenthalt in dem Sinne. Das ist ja eine kurzfristige Beschäftigung. Genau. Und für alle anderen gilt der Mindestlohn. Natürlich. Eben. Im Parteiprogramm auch steht, ist kein Widerspruch. Und genauso ist es ja auch in dem Antrag bezeichnet. Kurzfristig beschäftigte Saisonmitarbeiter mit Lebensmittelpunkt im Ausland. Ausländische EU-Arbeitnehmer sind in den Mitgliedstaaten, in denen sie Beschäftigung finden, genauso zu entlohnen. Das hat doch nichts mit dem Lebensmittelpunkt zu tun, was Sie in Ihrem Wahlprogramm schreiben. Das ist jetzt eine Konkretisierung. Das, was da steht, bezieht sich auf Leute, die bei uns leben. Ja. Ausländer, die sich bei uns leben, die sind im Programm gemeint. Hier sehen wir jetzt, dass in der Landwirtschaft sich eine katastrophale Entwicklung abzeichnet, dass andere Länder, Spanien, er nennt sie nur als Beispiel, für 6,50 Euro diese Saisonkräfte kriegen. Die Erdbeeren und Kartoffeln, die damit geerntet werden, sind so billig, da können unsere Bauern nicht konkurrieren. Darauf müssen wir reagieren. Das bezieht sich nur auf Länder, auf Leute, die wenige Wochen bei uns sind und nicht in dieser Parteiprogrammatik. Deswegen machen wir ja die Konkretisierung. Das ist ja auch die Arbeit der Bundestagsfraktion, konkrete Politik zu machen und auf konkrete Probleme, konkrete Antworten zu geben. Noch weitere Fragen dazu? Danke aber für die kritischen Fragen, dass hier auf Herz und Nieren die Anträge geprüft und hinterfragt werden. Ist immer wieder ein Erlebnis. Wir haben ja auch viele Zuschauer. Auch wir als Partei und Fraktion lernen daraus. Sie ihrerseits lernen uns besser kennen. So, dann haben wir die Themen für heute abgehandelt, was jetzt unsere Anträge angeht. Jetzt kommen wir zum eigentlich beliebten Teil der allgemeinen Fragen. Diesmal gibt es allgemeine Fragen. Der Deutschlandfunk beginnt. Mich würde mal interessieren, Herr Baumann, aber auch Herr Rink, Frau Hui, wie Sie aus der Fraktion auf den anstehenden Parteitag schauen. Es gibt ja mit Frau Weidel und Herrn Kropala ja auch 2 Personalien, die sowohl in der Fraktion als auch in der Partei eine Führungsrolle weiter auch ausführen wollen. Ja, das ist so. Und wir gehen davon aus, dass es auch so bleibt. Noch eine Frage, DPA? Ja, langfristig gesehen, finden Sie es denn für die Fraktion sinnvoll, dass die von einer Doppelspitze geführt wird? Bisher ist das ein erfolgreiches Modell. Und warum soll das nicht weitergeführt werden? Weil nächstes Jahr vielleicht eine Entscheidung zur Kanzlerkandidatur ansteht und dann will man vielleicht... Dann, wenn es soweit ist, werden wir sehen. Dann kann das nur einer sein. Dann wird die Partei weise mit sich zu Rate gehen und die richtige Entscheidung fällen. Das ist ein ganz normaler Gang. Noch weitere Fragen? Einer oder eine? Entweder oder. Wir kennen ja beide Geschlechter und legen die zugrunde. Bei uns gibt es 2 im Wesentlichen. Bitte nochmal. Jetzt hat Ihre Partei ja bei der Europawahl so zugelegt. Können Sie sich nicht auch vorstellen, jetzt schon über eine Kanzlerkandidatur zu sprechen? Ja, du lieber Gott, zu sprechen, wie oder was,
Das überlegen wir uns, was die beste Strategie ist, auch kommunikativ in den kommenden Bundestagswahlkampf zu gehen. Jetzt haben wir erstmal drei spannende Wahlen im Osten. Und da sieht es ja so aus, dass die Republik erschüttern werden. Dass die wir Altparteien nennen, in einem Ausmaß abgewählt und zurückgesetzt werden, wie es das in der bundesrepublikanischen Geschichte überhaupt noch nie gegeben hat. Hier ist ein Aufbegehren des Volkes gegen eine falsche Politik, die ja tektonische Veränderungen in der Wählerschaft anzeigt. Und das werden wir jetzt erstmal bewältigen, das werden wir abarbeiten. Wir machen die ostdeutschen Wahlen und dann kümmern wir uns auch um die Bundestagswahlen. Frage, bitte. Es gibt ja unter anderem den Antrag, das Amt eines Generalsekretärs in der Partei einzuführen. Und das ist ja quasi spiegelbildlich das, was Sie in der Fraktion so sind. Für wie sinnvoll erachten Sie das vor diesem Hintergrund Ihrer Erfahrung, dass das gemacht wird? Das ist eine Sache, wie die Partei sich aufstellt. Wenn ich den Antrag gelesen habe, soll das ab 2026 gelten. Wird jetzt schon auf dem Parteitag diskutiert. Die Vor- und Nachteile werden eruiert. Andere Parteien haben solche Modelle. Wir haben bisher eine Doppelspitze. Da ist alles möglich. Dafür machen wir den Parteitag, um mit uns zu Rate zu gehen. Und dann wird der Antrag entweder angenommen oder nicht. Das werden wir sehen. Spricht für beides was. Gibt noch eine Frage? Bitte, Deutschlandfunk. Bitte, stell zurück. Noch, bitte. Eine Frage an Frau Huy. Am Donnerstag tritt ja das neue Staatsangehörigkeitsrecht in Kraft. Da ist die generelle Haltung der AfD ja bekannt. Aber jetzt gerade, weil Sie eben mit Blick auf die Renten und so weiter sagten, wir haben großen Fachkräftemangel und es gäbe ja qualifizierte Menschen aus bestimmten Ländern, die Sie hier gerne willkommen heißen würden. Gibt es eine Gruppe von Menschen, die Sie im Sinn haben, wo Sie sich vorstellen könnten, dass diese schnellere Staatsangehörigkeit dazu führt, dass es attraktiver wird, hierher zu kommen und hier zu arbeiten? Also das ist aber jetzt auch völlig spontan gesagt. Es gibt, ich sehe nicht, dass sozusagen aus, um es konkret auch zu sagen, aus muslimischen Gesellschaften viel kultureller Zuwachs kommen kann, der hier integriert werden kann. Ich habe gerade vor kurzem auch eine Sitzung im Bundestag gemacht mit zwei Islamkritikern, die selber aus dieser Kultur stammen und uns gesagt haben, dass es fast unmöglich ist, also die Menschen hier zu integrieren, weil, ich sage mal, der Islam ist nicht Teil von Deutschland, wie Herr Wolf sagt, sondern für die Muslime oder für viele von ihnen zumindest ist Deutschland ein Teil des Islam. Es ist also eine ganz andere Haltung. Es ist eine Herrschaftsideologie, die die Menschen letztlich dazu zwingt, weiter erobern, in Anführungszeichen, zu müssen. Da ist es ganz schwer, die Menschen da rauszubringen. Also das müssen sich mal unterhalten mit Leuten. Also wir hatten eher von Pezi da und Feroz Khan, die selber das alles mitgemacht haben. Und die können aus eigener Erfahrung berichten, wie schwer es ist, eine solche Kultur zu verlassen, um sich hier einer modernen demokratischen Gesellschaft anzuschließen. Also dieses Problem würden wir sicherlich nicht perpetuieren wollen. Es gibt andere Länder, wo wir uns das vorstellen könnten. Ich habe es aber schon gesagt, die Steuern sind hier zu hoch. Wir finden eben nicht genügend Menschen aus westlichen Gesellschaften. Es gibt allerdings, ich weiß zufällig von einem Land, wo ein großer Überschuss an Arbeitskräften besteht, an jungen Arbeitskräften, das ist China. Interessanterweise, wir alle haben natürlich Angst vor China und der chinesischen Einheitspartei, aber da gibt es jede Menge gut ausgebildete Leute, die zu Hause keinen Job finden und alle möglichen Helferjobs machen. Da könnte man sich überlegen, ob man da mal hinschaut. Das will ich aber jetzt nicht propagieren, aber es gäbe vielleicht Länder, wo das möglich wäre. Alle anderen Versuche waren bisher ja umsonst, aber in China in der Tat ist Arbeitskräfteüberschuss gerade in einer Generation, die eine sinnvolle Ergänzung sein könnte. Das war jetzt spontan von Gerrit Huy. Daran haben wir in der Partei und Fraktion bisher noch nicht gedacht. Aber es gibt ja spezielle Aufnahmeprogramme für Fachkräfte, die funktionieren. Ich glaube, 30.000 haben wir irgendwie im Bereich Krankenschwestern und Pflegedienste aus asiatischen, China jetzt nicht, aber ich weiß nicht, war das Indien oder sozusagen Länder da drumherum, wo das ja funktioniert hat. Und die Staatsbürgerschaft, die ist was ganz anderes. Die Staatsbürgerschaft soll kriegen, der bei uns ist, der jahrelang hier ist und gewisse Integrationsleistungen vollbracht hat, nachvollziehbar. Und dann soll das, wie das früher auch in Deutschland war, 40, 45 Jahre hat das gut funktioniert, sollen deutsche Behörden, deutsche Beamte, deutsche Autoritäten bestimmen, den können wir jetzt integrieren oder nicht. Das ist eine Prüfung, die wir machen und kein Anspruch, die haben. Nur weil die so und so lange hier sind, haben sie einen Anspruch auf die Staatsbürgerschaft. Das halten wir für Unsinn, das ist nicht gut. Da werden viele deutsche Staatsbürger,
die hinterher sich als Clans entpuppen oder sonst irgendwas. Die haben ja großenteils die Remos und wie sie alle heißen, die Miris, katastrophale Entwicklung mit der Staatsbürgerschaft. Und die Frau Faeser hat ja jetzt mit dem neuen Staatsbürgerschaftsrecht die Zahl der sozusagen vollziehbar Ausreisepflichtigen, ich glaube um 50.000, irgendwie reduziert, indem die jetzt ganz schnell Deutsche geworden sind mit dieser neuen Staatsbürgerschaftsregelung. Das ist aus unserer Sicht ein katastrophaler Weg. Das muss ganz anders begangen werden. Das zu Ihrer Frage der Staatsbürgerschaft. Gibt es noch weitere Fragen? Da bitte. Sie sind ja, soweit ich weiß, auch Mitglied im Ältestenrat. Haben Sie da, sagen wir mal, wird da so gemunkelt oder wie ist Ihre Einschätzung, ob jetzt noch in Kürze die Geschäftsordnung des Bundestages geändert werden soll oder ein Entwurf vorgelegt wird zur Änderung der Geschäftsordnung? Ist mir jetzt nichts bekannt. Haben Sie eine inhaltliche Idee, worum es da gehen soll? Naja, unter anderem um die Frage Anspruch auf Vizepräsidentschaft oder so etwas. Ist mir jetzt nichts erinnerlich, kann ich nochmal prüfen, aber das weiß ich jetzt nicht. Noch Fragen? Allgemeine Art zur Fraktion? Ja, Sie haben ja auch immer Online-Journalisten-Kollegen, die Ihre Fragen äußern. Das macht dann unser Pressesprecher, genau. Bei dem die eingehen, bitte. Also, Herr Schindler von der Welt fragt zur Wehrpflicht. Wie bewerten Sie den Vorschlag des Verteidigungsministers für einen neuen Wehrdienst? Und wie würde die AfD-Fraktion abstimmen, sollte die Union einen Antrag für eine Wehrpflicht einbringen? Sehr interessant. Da kommen ja jetzt Vorschläge aus verschiedenen Richtungen, Richtung Wehrpflicht. Wir hatten uns da ja schon vor Jahren entsprechend positioniert für eine Wehrpflicht. Jetzt ist der Ukraine-Krieg da. Jetzt muss man die Dinge neu bewerten. Und wie man die bewertet und welche Argumente da zu würdigen sind und zu welchem Ergebnis man dann kommt, genau das ist heute auf der Tagesordnung der Fraktionssitzung. Da werden wir die verschiedenen Argumente, die verschiedenen Vorschläge wägen und dann hinterher abstimmen und uns überlegen, wie wir uns gemeinsam positionieren zu den Vorschlägen, die im Moment im Raume sind. Ich greife dem hier nicht vor, aber kann Ihnen sagen, die heutige Fraktionssitzung wird sich damit befassen, weil wir alle aktuellen Probleme eben auch aktuell behandeln, diskutieren und gemeinsam entscheiden. Fragen Sie uns nach der Fraktionssitzung. Noch Fragen aus dem Internet? Nicht, aber da noch eine Frage. Zum ähnlichen Themenbereich. Sie sind ja einerseits, profilieren Sie sich ja als Partei der inneren Sicherheit. Sie selbst sind im Innenausschuss. Auf der anderen Seite gibt es ja eine ausgeprägte, sage ich mal, Appeasement-Neigung. Wie halten Sie denn oder wie stehen Sie zu solchen Berichten, dass in Deutschland stärker noch in den Fokus insbesondere russischer hybrider Angriffe geraten ist und es Hinweise darauf gibt, dass der Brand in einer Rüstungsfirma hier in Berlin möglicherweise Sabotage war? Ausschließen kann man nichts. Ich kenne jetzt den konkreten Fall nicht. Da wären unsere Mitglieder in den jeweiligen Ausschüssen, Verteidigung, Äußeres, innere Sicherheit, sich damit befassen. Möglich ist alles. Da ist ein Krieg und da wird mit allen Mitteln gearbeitet, von allen Seiten. Kann ich nichts ausschließen. Aber wenn, dann werden wir entsprechend uns positionieren. Nur eine Nachfrage, jetzt abgesehen von diesem konkreten Fall. Das ist ja schon zu beobachten. Und auf der einen Seite wird gesagt, das ist nicht unser Krieg, auf der anderen Seite stehen wir aber im Fokus mittlerweile und werden ja, wie viele Fachleute sagen, durchaus angegriffen, wenn auch nicht militärisch. Das ist ja genau das Thema, dass wir nicht tiefer reingezogen werden wollen. Unsere Positionierung ist, das kann mit kriegerischen Mitteln nicht gelöst werden. Russland kann nicht besiegt werden auf Dauer. Das ist ein Riesenland, wenn die alle Ressourcen mobilisieren. Jahrhundertelange Erfahrung lehrt uns, es gibt keinen Frieden in Europa, wenn es keinen Frieden mit Russland gibt, unabhängig von Putin oder wer immer da regiert. Und die Ukraine muss auch in irgendeiner Form muss erhalten bleiben, darf nicht jetzt irgendwie besiegt, besetzt oder sonst irgendwas werden. Ob da jetzt noch Milliarden rein investiert werden und noch Hunderttausende an den Fronten krepieren, das ändert an der Grundlogik nichts. Deswegen ist unser Appell, was am Ende stehen muss, entsprechende Friedensverhandlungen und uns nicht tiefer reinziehen zu lassen, das vorzuziehen und sich dafür deutlicher einzusetzen. Noch Fragen dazu oder allgemeiner Art zur Bundestagsfraktion? Wenn das nicht der Fall ist, dann danke ich wirklich für die angeregte Diskussion, wo man verschiedene Facetten auch im Detail mal beleuchten konnte. Das ist ja hier der Sinn dieser Pressekonferenz. Danke dafür und ich freue mich schon auf nächste Woche für die Themen der nächsten Woche. Bis dahin, alles Gute. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News.
Politik im Fokus,